Willkommen zurück bei Metro Exodus. Wir werden jetzt erstmal in das alte Forschungslabor oder was auch immer das hier darstellen soll reingehen. Sie hat schon gesagt, uns erwarten wahrscheinlich Spinnen, die sie... ja, erste Spinnen jetzt schon. Hier? Nichts. Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Hallo? Ja, ich bin schon dabei. Keine Angst. Ja, da können wir gleich reingehen. Erstmal will ich hier. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewahren. Eins nach dem anderen. Ich will erstmal. Okay, das scheint. Hallo? Da. So. Na dann. Geht's hinab. Während das runterfährt. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Okay, Bild von ihrer Mutter. Ach du Scheiße. Okay, Licht scheinen die gar nicht zu mögen. Artyom! Die Spinnen hassen Licht! Schalte dein Licht ein, um sie zu verjagen! Wo kann ich jetzt? Hä? Wow. Hilfe. Achso.
Das Geräusch hat sich nicht schön angehört. Ah. Moment mal. Jetzt brauche ich erst wieder Druck drauf. Ich bin so böse. Schwachstelle gefunden. Muss ich hier runter? Boah. Hier unten scheint aber noch irgendwas zu sein, oder? Ist hier noch was? Hm. Ja, also nur mit der Taschenlampe. Ist mir das eindeutig zu wenig Licht? Na gut. Machen wir uns mal hier hoch. Ei. Muss tatsächlich jetzt da runter. Gefällt mir nicht. Vom Licht an. Uncool.
Wow. Uiuiuiui. Ach du. Alter, ich. Halleluja. Angst. Da. Oh, und ich steck ständig das Feuerzeug weg. Mit dem Feuerzeug hat man wenigstens so ein bisschen das Gefühl von nicht. Gänsehaut bekommen gerade eben. Okay, komm hier. Go. Artyom! 1-2-S! Ich bin's, Damir. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich bin auch hier. Gyul hat mich fast erschossen. Sie dachte, ich sei ein Feind. Fehler im Lüftungssystem. Hast du das gehört, Artyom? Oh Mann, ey. Spind aufmachen und nichts drin. Glaub's. Oh, da. Hier ist noch was. Okay. Okay, ich wette mit euch. Kommt wieder Spinnen raus, oder? Doch nicht. Wow. Mal ein Raum ohne Spinnen. Ich bin begeistert. Stepanic, wir sind ohne Paddel einen beschissenen Fluss hinaufgefahren. Aus den Erdspalten, die das Erdbeben aufgetan hat, kommt nun Gas, und zwar giftiges Gas, wenn mich nicht alles täuscht. Bislang bewahrt uns das Lüftungssystem davor. Aber was passiert, wenn der Strom wieder ausfällt? Oder wenn noch ein Beben kommt und die Erdspalten sich
Büro platt und dreh Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Sitz dir den Arsch im Büro platt und dreh Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich tun soll. Sterben. Wahrscheinlich nichts anderes als sterben. Filter drin. Artyom, ich versuche die unteren Etagen zu öffnen. Also gut, wo war das Ding? Ah, da! Na bitte! Alles an Spinnweben. Okay. Doch nicht, oder was? Hä? Licht an, Licht aus? Na, was denn jetzt? Vor allen Dingen alles. Alles total heruntergekommen. Durch hier. Was ist das denn jetzt? Kann ich nicht kaputt hauen. Schade. Wäre bestimmt lustig gewesen. Na was denn? Okay. Muss weiter in die Richtung. Hallo. Abfackeln. Alles abfackeln.
Das ist ganz schön uncool, was ihr macht. Da ist Spinnen. Bäh. Wo ist sie jetzt überhaupt hin? Direkt ist sie nicht. Mache ich. Das kommt immer so unerwartet. Sag mal. Oh, ich glaube, das ist ihre Mutter. Ja, das Bild. Oh. Oh je. Aufzuwachsen ist bestimmt alles andere als schön. Ach so, ich habe den Tresor aufgemacht, aber direkt gar nicht rausgeholt. Warum
ist alles ausgegangen, Mann? Keine Lichtquellen, kein gar nichts. Außer brennende Spinnen. Toll. Hallo. Ja? Schön alles. Alles. Okay. Gibt's in dem Raum nichts zum Mitnehmen? Echt gar nichts? Wow. Also das wundert mich jetzt. Sonst könnte man eigentlich bei so einem großen Raum meinen, dass was mitnehmen kann. Aber gut, anscheinend. Oh oh. Ich weiß schon, was kommt. Ich weiß schon. Kann ich gerade nicht vorbei, aber Halleluja. Ach, ein bisschen die Hände wärmen an der brennenden Spinne. Sehr gut. Kann man natürlich auch Licht machen. Ein Anruf. Wir schalten jetzt auf Notstrom um. Das sollte für den Aufzug reichen. Wenn du die Karten schon hast, dann warte einfach auf den Aufzug. Ah. Jetzt verstehe ich. Wir sollen nach Karten. Ja, aber bevor wir das machen, durchgucken. Okay, doch nicht. Erst die Karten besorgen. So, wir sollen hier gucken. Auch leer.
Die letzte aktuelle Karte brauchen wir. Ja. Vielversprechend. Ja, sehr gut. Die nehmen wir mit. Gut, Karte haben wir. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Kakao.